Hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf eurem absoluten Lieblingskanal für Jules Content. Und ihr wisst es, Memes waren schon immer da, auf den Spuren antiker Memes mit Jules und uns rein. Irgendwann gab es einmal einen ganz großen Knall. Durch diesen Knall gab es ganz viele coole neue Planeten. Auf diesen Planeten sind irgendwann Dinos entstanden und dann kamen wir. Erst waren wir so coole Fische, dann waren wir Affen und dann wurden wir zu Menschen. Dann haben wir Ich muss ganz kurz nochmal erwähnen, dass das eins der besten Memes aller Zeiten ist mit dem Weihnachtslied und dem Dino. Dieses It's the most wonderful time of the year. Das ist einfach das Beste. Ein ganz schlimmer Cartoon-Film. Dieses Ding ist original. Wir angefangen, gegen Bäume zu hauen. Dann haben wir angefangen, Objekte aneinander zu hauen und hatten Werkzeuge. Unga Bunga. Dann gab es plötzlich so coole Zivilisationen. Wir haben ganz hohe Dreiecke gebaut und ganz viele andere Gebäude. Dann waren wir auf einmal. Ich muss noch ganz kurz an der Stelle einwerfen, weil man es kurz gesehen hat. Die zwei Gebäude, die ihr da gesehen hattet, nämlich die Sphinx und die Pyramiden, wurden nicht gleichzeitig erbaut, muss man wissen. Erstens das und zweitens ist die Sphinx viel, 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 viel älter als alle glauben. So ist es. Denn der Kopf, der wurde überarbeitet. Ja. Der passt nämlich überhaupt nicht zum Rest des Körpers. Das war mal ein völlig anderes Wesen und den haben sie erst, weil er kaputt war, da reingekarft. Gebt euch die Geschichte der Sphinx, Freunde. Die Geschichte der Menschheit muss neu geschrieben werden. Aliens. Muss man wissen. Hashtag Ägypto-Lügen, Alter. Ja, und wenn ihr es ganz genau wissen wollt, die Sonne ist kalt. Also ja, Typen mit Eisen als Kleidung, die miteinander kämpften. Zeit, sich die nächsten 1000 Jahre zu verprügeln und dabei dann immer lustigere Kostüme anzuziehen. Oh Mann, das Auto wurde erfunden. Und ganz schön viel neuer Fortschritt. Und Despacito, spiel bitte Alexa für mich. Okay, und es kann... Hey, das war Funky Town, guter Song. Hat mich das gekriegt. Alter, das ist ein Knoten in meinem Gehirn gemacht, kurz. Dass in all diesen Jahren in der Geschichte der Menschheit es ein paar Momente dazwischen gab, die auch dokumentiert wurden, an denen jedoch nicht alles ganz so normal gelaufen ist, wie man meinen könnte. Wow, heute geht es tatsächlich mal um echte Geschichte, ich kann es kaum glauben. Wir schreiben 1941. Die polnische Armee befindet sich... Können wir mal ganz kurz darüber reden, dass auch der Emu-Krieg echte Geschichte ist? Also Jules, alles, auch die Speedrun-Geschichte, alles, was du machst, ist echte Geschichte. Korrekt. Auf was geht das jetzt zurück? Das erste, geht das jetzt auf dieses Made in Germany-Ding? Ich weiß es nicht. Made in Germany im Sinne von dem Logo, dass das erste Meme sein soll? Nee, das Made in Germany, wo ja alle mal denken, das steht für Qualität, eigentlich genau das Gegenteil ist im Ausland zumindest, weil sie sich früher, ich glaube zu der Zeit sogar, oder war es Erster Weltkrieg, drüber lustig gemacht haben, weltweit. War ja auch schon so ein Meme. Nee, das war, ja, aber das ist, Wollen wir ein Educated Guess abgeben, was das erste Meme der Geschichte ist? Ich überlege auch schon gerade. Bei dir ist es die Aussage? Wenn das erste Meme der Geschichte ist, Vogel, Ra, Typ, der so macht. Ah, du meinst Hieroglyphen tatsächlich. Absolut, ja. Okay. Ich glaube, das erste Meme entstand bei Hieroglyphen. Naja, okay. Gucken wir mal. Mitten im Krieg und marschiert durch die iranischen Gebiete. Der Alltag ist kalt und düster und die Streitmacht fürchtet sich vor den kommenden... Der Alltag ist was? Kalt. ...den Gefahren des Krieges. Und doch unter den polnischen Soldaten befindet sich ein ausgewachsener syrischer Braunbär. Natürlich. Der Bär namens Wojtek war ein offizieller Teil der polnischen Armee, hatte eine Dienstnummer und unterstützte im Krieg, die Nazis zu bekämpfen. Er half den Soldaten dabei, die zu schweren Munitionskisten zu transportieren oder Bomben in die Schützengraben zu bringen. Er hatte. Wait a second, dieses Bullshit, Bild war viel Alter, zu. Wirklich? Das war doch gefällt, oder? Ey, was? Warte mal, ich muss kurz mal gucken. Transportieren oder Bomben. Das ist doch legit da reingefotoshoppt, oder? Oder? Aber das ist trotzdem lustig. Ich habe heute noch darüber nachgedacht. Was meint ihr? Würde ein Bär gegen einen Löwen gewinnen? Ja. Glaube ich schon. Ich glaube aber nicht in jedem Fall, oder? Nein, eins gegen eins. Nee, halt, stopp. Ein Panda? Nee, ein Bär. Richtiger Bär. Ein Grizzly. Also, ja, ein Grizzly. Also ich glaube, ein Polarbär auf jeden Fall. Polarbär auch, ja. Ich glaube, ein Grizzly und ein Polarbär machen einen Löwen kalt, immer. Was machen die denn? Kalt. Entschuldigung. In die Schützengraben zu bringen. Warte, auch der Chat muss was davon haben. Wir brauchen eine Schreibweise für kalt. Mit H einfach. Ja, mit H. K-H. Ja. Ah, okay. Ja. Doppel-L oder einem L?
Weil es ist ja wie Hall drin. Es ist ja wie Hall. Kalt. Ja. Ja, okay, mit Doppel-L. Ja. Kalt. Mit Doppel-L, alles klar. Okay. Regelmäßige Ringkämpfe mit den polnischen Soldaten veranstaltet und war berüchtigt dafür, Zigarren zu essen und Bier zu trinken. Wojtek gelang es außerdem, einen arabischen Spion zu stellen und wurde dadurch zum höherstufigen Rang Corporal befördert. Hey, wer hat einen höheren Rang als ich? Er schlief im Zelt mit den anderen Soldaten, trug sehr gerne Mützen und fuhr regelmäßig im Auto bei Einsätzen mit. Der Bär wurde zu einer so großen Legende in der polnischen Geschichte, dass für ihn ganze Denkmäler errichtet worden sind. Almost heaven. Der Song. Ritter hatten ja coole Schwerter und so. Aber Ritter hielten es auch damals für eine super lustige Idee, den Griff ihres Schwertes zu nehmen und einfach auf Gegner zu werfen. Waffen waren generell ein bisschen experimenteller damals. Die Vespa 150 Tab, mit der man Menschen hinterherfahren konnte und dann, naja, die griechische Version eines Flammenwerfers befestigt vorne an einem Schiff. Oder der berühmte... Das... Yo, Krummlauf! Krummlauf war wild, aber das Ding... Kennt ihr von, war das Da Vinci, der die Pläne gemacht hatte für diese Spiegelwaffe? In dieser Hafenstadt für einfahrende Schiffe, wo die so ganz viele Spiegel auf die Segel gerichtet haben, um die anzuzünden? Ich glaube, es war Da Vinci. Klingt hart nach. Ist quasi so die erste antike Laserwaffe. Aristoteles, Archimedes? Was, Archimedes? Nach hier, Alter, ihr. Ja. Nach, wie heißt denn? Nicht dumm? Assassin's Creed, meinst du? Archimedes war das, ja. Das müsst ihr euch mal geben, Alter. Das war auch richtig abgefahrene Scheiße. Wurde, glaube ich, nie gebaut, aber gab Pläne für. Berühmte Krummlauf, eine starke Kanone, die die That's just wrong. Oder im Opiumkrieg des 19. Jahrhunderts, als die Chinesen an Feuerwerksraketen befestigte Affen auf britische Schiffe feuerten, um Chaos zu stiften. Im 15. Jahrhundert gab es regelmäßig ein Event namens Tanzplage, bei dem... Überleg mal, heute tun wir ja wenigstens so, als wäre es nicht mehr so. Aber es gab mal eine Zeit, in der der Mensch morgens aufgestanden ist und legit den ganzen Tag nichts anderes zu tun hatte, als sich auszudenken, wie man möglichst effektiv andere Leute kaputt macht oder abfuckt. Das ist doch heute noch so. Aber ich habe gerade gesagt, wir tun wenigstens so, als wäre es nicht mehr so. Dem Leute so lange tanzten, bis sie aus Erschöpfung zusammenbrachen und dann irgendwann einfach starben. Jungs, wir brauchen eine Zeitmaschine. Angeblich wurden die Leute high durch einen Pilz, der im Korn gewachsen ist und dann in Form von Brot gegessen wurde. Liechtenstein zog mal mit einer 80-Mann-Armee, also so ca. 60% der Bevölkerung, in den Krieg und kam ohne irgendwen angegriffen zu haben, mit 81 Leuten, also einem Mann mehr, so wieder zurück. Ja, okay, ja, Leute, also einer von euch hat sich dazu gemogelt. Wer ist das, Der 81. Mann war wohl ein Österreicher, der sich der Truppe anschließen wollte. Oder das beliebte Katzenpiano, was einfach nur daraus bestand, dass man mit dem Drücken der Tasten einen Stachel in die Katzenschwänze rammte, die durch das Aufschreien dann unterschiedliche Töne von sich gaben. Aber es gab auch eine Zeit, da haben wir wirklich einen Fick auf alle Lebewesen gegeben. Oder? Die Menschheit also hat den Tod auch einfach verdient. Ey. So einen richtig harten Fick, einfach nur, ey, Affen ja, hier Paul, als Feuerwehr. Weil wir die Krone der Schöpfung sind. Ist wahr, laut der Bibel dürfen wir das ja auch. Richtig. Aber weil ich habe heute auch so ein abgefuckte Scheiße gelesen. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war es in einigen Ländern noch gang und gäbe, unter anderem Großbritannien und Kanada und so, dass zur Hochzeit den Frauen, die alle Zähne gezogen worden sind und durch ein Gebiss ersetzt worden ist, weil es früher alle Zahnbehandlungen privat gemacht werden mussten. Und das, um den Ehemann finanziell zu entlasten, hat man halt nur Fake-Zähne eingesetzt, damit er niemals Zahnbehandlung zahlen muss. Und ich dachte so, Digga. Wow. Ja, Mann, ZDF-Info war's. So, ihr Chat ist auch drin. Ich wette, das ist wieder so einer von diesen historischen Fakten, wo sie irgendwas ausgebuddelt haben und das so interpretiert haben, aber in Wirklichkeit war es was ganz anderes, wie diese komischen Mondkalender, die sie gefunden haben. Da steht noch viel, viel mehr dazu. Also wirklich so, dass es auch ganz oft verschenkt worden ist, so gebissen. Du, ich glaube dir, das ist alles gut. Weil Zahnbehandlungen die Hölle waren. Ich glaube, da wird so viel falsch interpretiert. Ich bin ganz auf deiner Seite, ich fand es auch super wild. Diese Häkelhilfe, die sie gefunden haben, weißt du? Wo sie gesagt haben, oh, krasser Stern-Mond-Kalender, heftig. So, nee, Häkelhilfe. So gut, ich sorry, Alter.
Oh, und was ein wunderbarer Tag in Boston 1919. Was rieche ich denn da? Etwa Zuckersirup? Wie bitte? Eine riesige 7 Meter hohe Zuckersirup-Flut durch die Stadt und tötet 21 Menschen dabei und lässt die Hälfte von Boston in Trümmern zurück, nachdem ein Tank mit 9 Millionen Litern Zuckersirup einfach explodierte. Ein Tank mit 9 Millionen Litern. Es gab doch in Italien auch eine Stadt, wo tausende Liter Wein irgendwie Fässer kaputt gegangen sind und auch Leute in Wein ertrunken sind. Das gab es doch auch, oder? Wobei ich glaube, so Molasse ist halt wirklich schlimmer. Haben die nicht mal eine Stadt komplett abgefackelt, weil sie sich bei irgendeiner Krönungszeremonie auch, waren das die Engländer? Ja, das ist fast komplett. Übel. Auch wild. Ah ja, die große Zuckersirupflut von 1919. Wer kennt sie nicht? Sowieso sind Leute auch damals wegen den verrücktesten Dingen gestorben. Ein Mann namens Henry Ziegland wurde mal fast erschossen, als eine Patrone knapp an seinem Kopf vorbei in einen naheliegenden Baum flog. Ein paar Jahre später versuchte er dann, den Baum mit einer Axt zu fällen, was allerdings mit seiner Axt nicht funktionierte. Und so nahm er Dynamit, um den Baum in die Luft zu sprengen. Und bei der Explosion ist die Patrone mit voller Geschwindigkeit in sein Gesicht geflogen und er ist sofort gestorben. 20 Jahre nachdem die Patrone abgefeuert wurde. Der Schneider Franz Reichelt dachte, er hätte den Fallschirm erfunden und wollte ihn austesten. Oh, die Story, die ist übel. Die ist ganz übel, die Story. Ja. Indem er selber damit vom Eiffelturm springt. Das hier war der Fallschirm. Physik. Ja, es gibt vom Sprung auch tatsächlich Footage, doch den Aufprall erspare ich euch lieber. Spoiler hat nicht geklappt. Hattest du ja auch schon im Top-5-Video, Flo. Deswegen erinnere ich mich so gut. Habe ich damals geschnitten und ich habe dasselbe Material verwendet. Ein Typ namens Walter Summerford wurde in seinem Leben dreimal vom Blitz getroffen und gelähmt. Und als er dann schließlich 1932 in Frieden sterben konnte, wurde nach seinem Tod nochmal der Grabstein von einem Blitz getroffen. Habe ich auch schon gehört. Gehen wir noch ein paar Jahre zurück. Da hast du aber auch Zeus Mutter gefickt, oder? Wenn du... Und es gibt Römer. Die Gallier, ganz schön wütend, wollen Rom einnehmen, haben aber keine Chance, die Stadt bei Tag zu stürmen. Also schlagen sie nachts zu und versuchen bei Dunkelheit heimlich über eine Mauer in die Stadt zu klettern, während alle anderen am Schlafen waren. So sah das ungefähr in echt aus. Ich korrigiere, auf dem Handy war es, auf dem PC nicht. Und oben auf der Mauer stehen ein paar Gänse, sehen das und machen genau das, was Gänse halt eben so machen. Gefühlt ganz Rom wacht plötzlich durch das Quaken der Gänse auf und die Soldaten konnten somit verhindern, dass Rom von den Galliern eingenommen wurde. Aber Gänse gelten doch sowieso als die besseren Wachhunde. Ja. Also, wir hatten, sagt man so, ich kenne das, wir hatten bei uns eine Wachgans auf dem Campingplatz viele, viele Jahre. Und aber die mit war einer Gans lege ich mich völlig problemlos an, mit einem Rottweiler nicht. Nee, aber es geht um die Lautstärke, also um das Warnen. Nicht ums nicht Töten um des Kampf. Einbrechers. Da kackt eine Gans ab, ja. Da verliert sie gegen den Rottweiler. Na, sei mal nicht so. Ja, Gänse können fies sein, ja. Aber ich sag mal so, eine Gans verliert auch gegen den Fuchs. Jetzt. Also, ja, aber nur weil der schlauer ist. Ja, genau. Ja. Und weil die Römer halt Römer waren, bauten sie daraufhin einen riesigen Tempel für die Gänse, in dem die Tiere für den Rest ihres Lebens wie Götter behandelt wurden. Geil. Ganz schön cool, nicht wahr? Und weil die Hunde in dieser Nacht keinen Alarm... Warum machen die Gänse eigentlich die ganze Zeit Entengeräusche? geschlagen haben die Römer seit diesem Tag jahrzehntelang jedes Jahr aufs Neue ein Fest veranstaltet, bei dem Hunde als Bestrafung abgeschlachtet wurden, während die Gänse an der Seite auf lilanen und goldenen Kissen sitzen mussten und zusahen, wie zahlreiche Hunde in einem großen Feuer verbrannt wurden. Was zur Hölle? Auch Hühner waren heilig zu der Zeit. Die Römer benutzten mehrmals den Rat von Hühnern, um militärische Angriffe zu planen. Wenn Hühner das Futter aßen, war das ein gutes Omen für einen Feldzug. Und wenn nicht, wurde der militärische Angriff wieder abgeblasen. Oh wow, Leute, das heilige Huhn hat gesprochen. Lasst uns all unsere Soldaten in den Tod stürzen. Yeah! Schnell, tötet ihren Kriegsstrategen! Doch auch zahlreiche Heldenstories von Menschen finden ihren Platz in den Sagen der merkwürdigen Geschichten. Es gab mal einen berüchtigten Mann namens Mad Jack Churchill. Er kämpfte als britischer Soldat im Zweiten. Oh, hat er sich den Fuß gebrochen, als er gegen den Helm getreten hat? Wahrscheinlich. Die Schusswaffen im Krieg waren sehr, sehr tödlich. Ein falscher Schritt an der Front und man war sofort tot. Ich meine natürlich, hä, was, Olli? Verstehe ich nicht, erzähl mir mehr. Also es gibt bei Herr der Ringe diese eine Szene. Aha. Was für eine Szene denn, Oliver? Als Aragorn vor Wut gegen einen Helm tritt. Oh, und was passiert da? Da hat er sich den Fuß gebrochen und das haben sie im Film gelassen. Ja, ja.
Man sieht das auch, wenn man genau hinguckt. Oh. Und ist dadurch der Schrei viel echter geworden? Viel echter, ja, ja. Ach, krass, Alter. Oha. Magie. Filmmagie. Bei der Landung in der Normandie sprangen die schwer bewaffneten Soldaten aus ihren Booten und in erster Reihe Mad Jack Churchill mit einem fucking Breitschwert aus dem Mittelalter. Er war dafür bekannt, im kompletten Zweiten Weltkrieg mit einem Breitschwert zu kämpfen und Gegner mit Pfeil und Bogen zu erschießen. Stell dir vor, du bist ein Soldat an der Front und hast eh schon Angst um dein Leben und plötzlich rennt da ein schreiender, 2 Meter großer Soldat mit Schwert auf dich zu. Er war außerdem bekannt dafür, vor dem Kampf ganz laut Dudelsack zu spielen, den Soldaten Mut zu machen. So als wäre das ein fucking +10 Stärke-Buff aus einem Videospiel. Und jetzt ja, war es wahrscheinlich auch. Vielleicht hat er auch einfach nur Age of War gespielt und vergessen, auf die nächste Entwicklungsstufe abzugraden. Aber ein Soldat, der hunderte Nazis mit einem Schwert abschlachtet, schien vielleicht dann doch etwas aufzufallen. Oder im Jahr 1066, als die Engländer die Wikinger verfolgten. Die Flucht ging schon ein paar Tage und die englische Armee rückte immer mehr auf. Da entschloss sich ein einziger Wikinger dazu umzudrehen, sich auf die Brücke zu stellen und 15.000 Soldaten den Weg zu versperren. Einziger Wikinger. Los, Leute, was steht denn rum? Greift ihn an! Der erste näherte sich der Brücke und der Wikinger fragte: Halt! Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Falsch! Nein, ehrlich, ich hätte das Gespräch sehr gerne gehört. Bro, bist du dumm? Wir sind 15.000 Mann, du wirst sterben. Ganze 40 Soldaten schaffte er mehrere Stunden lang mit in den Tod zu reißen, bevor ihn jemand unter der Brücke aus einem Fass heraus in die Eier starb. Der sogenannte Berserker von Stamford Bridge ging in die Heldengeschichten ein und zahlreiche Barden komponierten Lieder über dieses Ereignis. Und eine Person war ein Held in einer sehr besonderen Weise. Wir schreiben das Jahr 340 vor Christus im antiken Griechenland. Die Stadt ist voller schlauer Philosophen, gebildeten Mathematikern. Zeus und der Rest dieser innersten Götter hatten alles gefickt, was auf der Erde kreuchte und fleuchte. Alter. Und randvoll mit Leuten, die jede 3 Sekunden irgendetwas Neues erfinden. Einer dieser Philosophen im antiken Griechenland war ein Mann namens Diogenes. Er lief regelmäßig bei helllichtem Tageslicht mit einer Lampe in der Hand über den Marktplatz. Und wenn man ihn fragte, warum er bei Sonnenschein eine Lampe tragen würde, sagte er: Ich suche nach einem ehrlichen Mann. Und ging weiter. Er lebte in einem XXL-Keramiktopf mitten auf der Straße, war bekannt dafür, von zahlreichen Hunden begleitet zu werden und regelmäßig in die Lehrstunden von Plato, einer der größten Philosophen der Menschheit, zu gehen und den Unterricht mit lautem Essen und Verzehren von Speisen zu stören, einfach weil er es lustig fand. Als er eines Tages mal einen Bogenschützen beim Üben sah und merkte, dass er wirklich keinen einzigen Pfeil traf, saß er sich daneben und sagte zu ihm: Danke, das hier ist der sicherste Ort der Welt. Außerdem war er bekannt dafür, Leute, die ihn in irgendeiner Weise belästigten, einfach so mitten in der Stadt anzupinkeln. Und als die Stadt Korinth mal von einer Armee angegriffen wurde, fingen alle anderen Menschen in der Stadt an, panisch umherzuschreien und ziellos durch die Gegend zu laufen. Als Diogenes das sah, nahm er ein Fass in die Hände und rollte es mehrmals einen naheliegenden Hügel hoch und danach einfach wieder runter. Und als Leute ihn fragten, was er denn da machen würde, sagte er: Ich versuche nur so nützlich zu sein, wie alle anderen hier. Seine Todesursache ist etwas umstrittener. Die meisten... Ja, Diogenes ist einfach Reddit-User. Ja, ist er. Er ist einfach der absolute Standard-Reddit-User. Der erste Reddit-User der Welt. Quellen sagen jedoch, er hätte die Luft angehalten, weil er keine Lust mehr hatte zu leben, auch wenn man darüber streitet. Ich schreibe gerne mal, die wildeste Geschichte zu Diogenes ist gar nicht im Video, als Plato mal sagte, dass Menschen federlose Hühner seien, wegen Zweibeinigkeit. Und so rupfte Diogenes ein lebendiges Huhn, ging damit in eine Vorlesung von Plato, hielt das gerupfte Huhn hoch und schrie: Seht, ein Mensch. Der Typ, Alter. Kann, ob das überhaupt geht. Oder er hat einen rohen Oktopus gegessen und ist somit an einer Vergiftung gestorben. Wir sehen also, antikes Shitposten war schon immer ein Ding. Als 79 nach Christus der Vesuv in Pompeji explodierte, wurde die komplette Stadt mit ganz schön viel Asche überschüttet und alle Menschen starben, eingehüllt mit der Asche vom tödlichen Vulkan. Das Ganze hat ein paar gute Memes hervorgebracht, wie zum Beispiel der Mann, der in seinen letzten Sekunden anfing zu masturbieren. Und der Typ, der von der schmerzhaften Asche verschont wurde und dann von einem fallenden Stein getroffen wurde. Und was auch überlebt hat, sind die antiken Schriften an den Wänden der Stadt. Das hier Graffiti. Ein paar Weisheiten von Menschen. Da gibt's so lustige Sachen, die, wo du denkst, boah, da stehen bestimmt voll die wichtigen Sachen drauf und am Ende ist es der letzte Bullshit, Alter. Die vor 2000 Jahren gelebt haben. Am 19. April
habe ich Brot gebacken. Ja. Weint ihr Mädchen, mein Penis hat euch aufgegeben. Jetzt dringt er in Männerhintern ein. Les Banos, du kotest überall hin. Hallo alle zusammen. Ich habe meinen Topf verloren. Wer den findet, kriegt 65 Bronzemünzen. Wir zwei sind beste Freunde und waren hier. Unsere Namen sind Gaius und Aulus. Best friends forever. Dazu kommen noch zahlreiche Bilder von riesigen Genitalien, sehr vielen Enten oder hässlichen Gesichtern. Und auch in einer Höhle, in der vor vielen Jahrhunderten mal Wikinger überwinterten, wurden sehr viele Meter weit oben an der Decke Runen gefunden, die einfach nur sagen, diese Runen sind sehr weit oben. Oder diese Runen wurden von mir, Teufir Kolbornzorn, gezeichnet. Und auch in alten Zeitungen wurden die ersten Memes gepostet. Wie du denkst, wie du aussiehst, wenn man ein Foto von dir macht, wie du wirklich aussiehst. Gar nicht mal so schlecht. Und auch Künstler haben ordentlich geshitpostet. Sei es die Komposition von Mozart namens Leck mich im Arsch. Ich muss fragen, Freunde, gibt es wirklich eine Komposition von Mozart, die Leck mich im Arsch heißt? Ich gehe jetzt einfach davon aus. Ja, gibt es? Okay, mein Leben ist gerade besser geworden. Ab sofort meine Hymne, Freunde. Ich erkläre hiermit Leck mich im Arsch zu meiner Hymne. Ein sechsstimmiger Kanon sogar von Wolfgang Amadeus Mozart, Bruder. Leck mich im Arsch. Lässt sich auf 1782 datieren. Ah, ist noch besser. Ja. Also nicht nur Leck mich am Arsch, im Arsch, noch besser. Ja. Oder die zahlreichen Künstler im Mittelalter. Olli, leck mich im Arsch geschwind, geschwind. Leck mich im Arsch geschwind, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich. Leck mich, leck mich, leck. Geschwind, 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 geschwind. Ich denke mir das nicht aus. Geschwind. Leck mich im Arsch, geschwind. Geschwind, geschwind, geschwind. Leck mich im Arsch, geschwind. Leck mich im Arsch, leck mich. Leck mich im Arsch, geschwind. Leck mich. Es geht übrigens noch eine ganze Weile weiter. Geil. Wow. Das ist schon sehr gut. Da, die aus bis heute immer noch unerklärlichen Gründen extrem viele Gemälde malten, in denen Ritter gegen riesige Schnecken kämpften. Ein anderes populäres Meme vor dem Internet war zum Beispiel, sich auf sehr hohe Flaggenpfosten zu setzen, um anderen Leuten zu zeigen, dass man über ihnen steht. Das Ganze wurde durch die lokalen Zeitungen zum neuen, coolen Trend. Und somit ging die erste virale Medien-Challenge namens Flagpole Sitting los. This is a wonderful world. Irgendwann ging es dann nicht mehr darum, wer am höchsten sitzen kann, sondern am längsten. Der Rekordhalter war der sogenannte Schiffswrack Kelly mit 49 Tagen, nachdem er lernte, im Stehen zu schlafen und den Regen auszuhalten. Und man kann wirklich sagen, die Leute haben das Ganze auf die Spitze getrieben. Ein weiterer Trend aus dem 20. Jahrhundert war, zwei Züge absichtlich mit voller Wucht gegeneinander krachen zu lassen. Den Zügen wurden davor lustige Namen gegeben, wie zum Beispiel Old Man Depression. Old Man Depression is starting to watch them come together. There it is! Wow! Und tausende an Leuten erschienen zu solchen Events. Ah ja, und wo wir gerade bei Zerstörung sind. Kriege wurden damals auch aus den verrücktesten Gründen angefangen. 1325 gab es in Italien eine Streitigkeit zwischen dem Staat. Es ist tatsächlich ganz witzig, wenn man sich so schnöde Geschichte anguckt. Es stehen ja nur die krassen Sachen in den Geschichtsbüchern. Man vergisst halt immer, dass die Leute auch damals echt gern Spaß hatten, ne? Ich meine, gut, dass dann auch wenigstens solche Sachen noch überliefert sind. Modena und Bologna. Bologna ist eine mega geile Stadt. Kann ich übrigens, tolles Urlaubsziel, älteste Universität Europas. Kindersoldaten dachten sich, wie fangen wir am besten einen Streit an? Und so klauten ein paar witzige Typen einen Eimer aus dem gegnerischen Dorf. Wir werden so sauer sein. Die Leute aus Bologna wurden ganz schön wütend und schickten daraufhin 32.000 Soldaten los. Und so startete der Eimerkrieg von 1325 mit ganzen 2.000 Toten. Auf einer Insel in Westamerika waren Amerikaner und Briten stationiert. Ein dickes Schwein lief eines Tages über die feindliche Grenze, wurde von der anderen Seite getötet und den Rest könnt ihr euch denken. Der römische Kaiser mit dem Namen Caligula hat sogar mal Krieg gegen Neptun angefangen. War Caligula nicht dieser Bums-Kaiser, der so viele Sexfeste gefeiert hat? Waren die nicht alle? Der hat vor allem, ich glaube auch, wie alle. Der war alle, richtig crazy, glaube ich. Aber ja, der hat einen Kampf gegen Neptun angefangen. Worüber reden wir hier gerade? Ja, aber der hat so, der hat richtig schlimme Orgien gefeiert wohl. Und ein Pferd zum Senator ernannt. Geil, Alter.
den Gott des Meeres. Naja, wie führt man einen Krieg gegen einen nicht realen Gott der Mythologie? Genau, man befiehlt seinen Truppen zum Wasser zu gehen und mit Waffen auf das Meer einzustechen. Ach, das hey, Ding, ja! Meint ihr, es gibt später noch was Leckeres zu essen? Wahrscheinlich wieder Hühnchen. Die Soldaten sollten außerdem Seemuscheln einsammeln als Kriegstrophäen. Und als sie unversehrt zurückkamen, erklärte man den Krieg als gewonnen. Du wirst niemandem mehr wehtun, verfluchtes Gewässer. Die österreichische Armee kehrte einmal zurück zu ihrem Hauptcamp, nachdem sie das naheliegende Gebiet ausgespäht hatten, um eventuell die gegnerische türkische Armee zu lokalisieren. Da alle schon etwas betrunken waren und die Nacht auch schon angebrochen war, hielten die zurückkehrenden Soldaten das Camp für das gegnerische Lager der Türken und schossen einfach drauf los, während sie bis zum Morgengrauen unwissend ihre eigenen Österreicher töteten. Das ist dumm gelaufen auch. Zwei Tage später kam dann die türkische Armee an und sah den riesigen hinterbliebenen Leichenhaufen. Alle gestorben durch Eigenbeschuss. Wer würde gewinnen? Österreich? Cäsar wollte mal eine Stadt auf einem Hügel einnehmen und ließ eine riesige Mauer um den Hügel herumbauen, um die Gegner einzusperren und die Stadt zu belagern. Die Gegner waren aber schlau und ließen vorher Briefe aussenden, um Verstärkung anzufordern. Geht das nicht sogar auf einen ganz berühmten Germanen zurück? Wie hieß der denn nochmal? Den Namen leider vergessen. Ganz, ganz bekannter Name. Hermann. Gegen den, der sich quasi gegen die, der auch der Bezwinger der Römer gilt. Hitler. Genau, Vercingetorix. Genau, der. Vercingetorix. Super spannende Geschichte. Müsst ihr euch mal wirklich, reinziehen. Das ist sehr, sehr spannend. Oder als Arminius, Arminius war das. Von außen Gegner kommen würden, ließ er schnell eine zweite Mauer um ihn herum bauen und befand sich somit innerhalb einer Mauer, die beide Seiten auf einmal bezwingt. Vercingetorix war dieser Gallier, der von den Römern großgezogen wurde und dann wieder zum Schluss, glaube ich, die Seiten gewechselt hat auf Seiten der Germanen und dann, glaube ich, den Römern hier quasi den Todesstoß gegeben hat, ne? Der Verteidiger ist rein oder irgendwie sowas war das? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, der heißt in Wirklichkeit Vercingetorix. Das war Arminius, genau. Und sagt uns, Gatorade ist das Heilmittel für alles. Ja, genau. Konnte. Der beste Angriff ist eine gute Verteidigung. Es gab einen Typen in China namens Tong Xiguan im 19. Jahrhundert, der, weil er bei seinen Prüfungen verkackte, wirklich sehr große Albträume hatte. Albträume wie zum Beispiel dieser hier. Hallo Sohn, du bist der Bruder von Jesus Christus. Wild. Und was macht man, wenn man träumt, man sei der Bruder von Jesus? Richtig, man gründet eine neue Religion, macht sich zum Propheten, sucht sich ganz viele Anhänger, die einem folgen, versucht China zu stürzen, weil alle, die dir nicht glauben, dass du der Bruder von Jesus bist, Dämonen sind und startet den dritttödlichsten Krieg der Menschheitsgeschichte, bei dem 25 Millionen Leute sterben. Das sind ca. 8 Millionen Menschen mehr als im Ersten Weltkrieg. Weil also man könnte sagen, ein absolut waschechter Christ. Ein Typ träumte, er sei der Bruder von Jesus. Oh Gott, ich werde niemals mehr in einer Prüfung durchfallen. Wir nähern uns der Endstation. Ohio. Die moderne Version von Orten in der Geschichte, wo irgendetwas nicht so ganz richtig läuft. Laut dem Internet ist Ohio ein Ort, an dem die physikalischen Gesetze nicht so wirklich funktionieren, wie sie es eigentlich tun sollten. Und dabei willst du eigentlich nur schlafen. Doch ein riesiges XXL-Ungeheuer bedroht mal wieder die Bevölkerung. Laut dem Internet werden auch die verschiedensten Fortbewegungsmittel benutzt, um in Ohio zur Arbeit zu kommen. Nicht mal Minecraft spielen kann man in Ohio, denn der Sandtempel läuft einfach vor dir weg. Und jeder in Ohio hat seinen eigenen Mini-Shrek zu Hause. Aber schauen wir doch mal, was die wirkliche Faktenlage zu Ohio ist. In Ohio gab es 1895 gerade mal zwei Autos in der ganzen Stadt. Beide Autos haben es trotzdem irgendwie geschafft, aneinander zu crashen und einen Autounfall zu bauen. Aus Ohio kommen verschiedene Prominente, wie zum Beispiel Albert Stevens, der radioaktivste Mensch, der je gelebt hat. Er machte 1945 bei einem Experiment mit, bei dem Forscher ihm ohne sein Wissen radioaktives Plutonium injizierten. Ganze 20 Jahre hat er überlebt. Es gab einen berühmten Arzt in Ohio mit dem Namen George Washington Hitler und seinem Sohn Dr. Hitler. Es gibt in Ohio so. Aber wenn du nur berühmt bist wegen deinem Namen, ist halt auch kack.
Digga, aber Dr. Gay Hitler klingt nach dem besten Film aller Zeiten. Ich hänge immer noch, an den Typen, die ihm radioaktives Plutonium gespritzt haben, Digga. Was? Ich weiß, wer der Leiter des Experiments war. Dr. Gay Hitler? Ja. Die haben einfach zu viel Marvel-Comics gelesen und dachten, Hulk schaffen wir selber. Natürlich, absolut überhaupt nicht lustig. Der berühmte Gorilla namens Harambe wurde in Ohio erschossen, nachdem ein Kind in sein Gehege kletterte und man aus Panik den Gorilla einfach abknallen ließ. Es hätte mich erwischen müssen und nicht ihn. Das ist nicht fair. Das ist im Januar 2023 wurde eine Katze auf einem Baum gefunden, die positiv auf Kokain getestet wurde. Warum auch immer man eine Katze auf Kokain testet. Ach ja, Ohio. Der Fluss in Ohio ist seit Jahren bekannt dafür, regelmäßig in Flammen aufzugehen. A river on fire. Aus Ohio kommt außerdem Operation Gay Bomb, ein Forschungsprojekt, bei dem man versuchte, eine Chemiewaffe herzustellen, die in Form einer Bombe alle getroffenen Soldaten mit Hilfe von Gasen extrem horny machen sollte, damit man sie problemlos angreifen kann. In Ohio gibt es außerdem berüchtigte Gebäude, wie zum Beispiel das Wahlgebäude, bei dem keiner so richtig weiß, was drin ist. Ein riesiger Korb, der innen drin einfach leer steht, oder der größte Stempel der Welt. Ein neueres Event in der Geschichte von Ohio war, als im Februar 23 ein 3 Kilometer langer Zug mit 150 Güterwagen, in denen zu 90% gefährliche Chemikalien transportiert wurden, von den Schienen abgekommen ist und durch die Explosion eine riesige schwarze Chemiedampfwolke über Ohio entstanden ist. These aren't storm clouds. This is the fucking shit! Und ich meine, wer hätte all das ahnen können? Guckt euch nur diese unfassbar sicheren und modernen... Viel geiler finde ich ja, dass irgendwie... Was war denn das? Das CDC oder so, was dann irgendwie nach 3 Wochen gesagt hat, ja, ist okay. Ja. Ihr könnt wieder zurück, wir sind hier durch. Er ist so abgefahren, Alter. Lernen Schienen an, auf denen die Züge in Ohio fahren. Was? Ingenieur. Und dann gibt es noch Florida, der große Bruder von Ohio. Ich sag nur Florida Man, ne? Florida Man! Nun, abgesehen von den fucking riesigen Alligatoren. Hey man, are you drunk? Oder dem wunderbaren Disneyland, gibt es ein gewisses Phänomen in diesem Bundesland, dem berüchtigten Florida Man. Disney World. Florida Man. 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 A man in Florida. Nun, das Ding ist, Florida ist das einzige Bundesland in Amerika, in dem ein Gesetz herrscht, das besagt, dass jedes staatliche Dokument offengelegt werden muss, inklusive Fahndungsfotos, Polizeiberichte und Notrufe. 911, what's your emergency? I would like to order pizza. Das sorgt dafür, dass sich das ganze Internet mit vollem Enthusiasmus auf diese Schlagzeilen stürzen kann, welche dann unter dem einheitlichen Namen Florida Man in Subreddits, Twitter-Seiten und Webseiten dokumentiert werden können. Natürlich gibt es seit dem Meme auch Fake-Schlagzeilen, wie zum Beispiel Florida Man kidnappt 27 Leute und zwingt sie 36 Stunden lang zum Kniffelspielen. Oder Florida Man versucht sich selbst einen Hirnschaden zuzufügen, um Skyrim nochmal das erste Mal spielen zu können. Jedoch gibt es auch eine Vielzahl an echten Schlagzeilen. Ein typischer Tag in Florida und Florida Man bricht im Gefängnis ein, um seine Freunde zu besuchen. Hey, hey, stopp! Florida Man festgenommen, weil er den Notruf gewählt hat, nachdem man seiner Katze den Zutritt zum Stripclub verweigerte. Florida Man wird verhaftet, weil er Karate-Kicks an Schwänen ausprobierte. Florida Man beschmiert seine Hände mit Erdnussbutter und schlägt Nachbarn, der allergisch gegen Erdnüsse ist. Ich habe plus 40% ist OP. Okay. Bitte, nerven. Florida Man greift Nachbarn mit einem Samurai-Schwert an. Florida Man raubt Supermarkt aus, indem man den Kassierer mit Fingerpistolen bedroht. Florida Man versucht, eine Bank auszurauben, nachdem er ein Zauberer $500 zahlte, damit er ihn unsichtbar macht. Ups. Oder die Zeit, als Florida von einem kommenden Hurricane bedroht wurde. Die erste Idee war, überall Ventilatoren aufzustellen, die gegen den Hurricane blasen, ach, das damit Ding er eventuell war ein, wieder das umdreht war lustig, und auf Afrika ey. Zu rast. Ich hasse Florida. Doch als man merkte, dass Ventilatoren nicht wirklich helfen können, kamen über 50.000 Leute aus Florida auf die grandiose Idee, sich zu versammeln, um gemeinsam auf den Hurricane zu schießen. Man muss das dazu sagen, es ist Amerika, Freunde, United States, aber das ist in jedem Fall immer als Witz gedacht gewesen. Aber es ist so dämlich. Florida ist einfach anders. Krass. Ist einfach anders wild. Jedenfalls war das der Plan der Facebook-Gruppe. Die Idee machte relativ schnell Schlagzeilen. Überall machten sich Leute bereit, den Hurricane gemeinsam in die Flucht zu schießen.
Ah, das Ding ist auch so gut. Der Sheriff von Florida warnte die Leute daraufhin dann in einem Twitter-Post, dass man den Hurricane nicht zum Umdrehen bringen würde und die Patronen durch die Zirkulationsbewegung vom Sturm mit voller Geschwindigkeit wieder auf die Erde fliegen würden. Das ist genau das, was ein Hurricane jetzt sagen würde. Außerdem gab es Banger-Nachfolgergruppen wie zum Beispiel Vernichtet Hurricane Irma mit ganz vielen Flammenwerfer. Macht all eure Lichter aus, damit Hurricane Irma denkt, wir wären nicht zu Hause. Okay, dann komme ich wann anders wieder. Ich weiß nicht, wie sehr ihr in der Nummer drinsteckt. Habt ihr diesen Watch My Clips Miniskandal mit Most Critical und so mitbekommen? Nein. Es sind ein paar US-Streamer, die sich gegenseitig krass gebieft haben. Und dann musst du dir vorstellen, einer von den beiden hat dann die ganze Zeit, ne? Also pass auf, der hat ihn immer wieder beleidigt und ist dann irgendwann auf Familie gegangen und so. Und hat dann ihm so indirekt drohen wollen und hat halt die Magazine aus seinen Pistolen, aus seiner Pistole genommen und hat immer gesagt, Watch my clips. Im Sinne von, er soll sich eigentlich ja die Clips angucken, um zu wissen, was er gesagt hat. Und Most Critical, und da dachte ich, der beste Kommentar zu dem ganzen Ding ist, oh my fucking God, I forgot that Most Critical is a legit Florida man. Weil der ja auch aus Florida kommt und er einfach nur sagt, these aren't clips, these are mags, und einfach so einfach so seine eigenen Waffen vorholt plötzlich und alle so, holy fuck, ich hab vergessen, dass der ja auch aus Florida ist. Der hat ja zu viele Waffen. Ganzes Arsenal zu Hause. Hab ich gesehen, das war echt viel, Alter. Das war so krass, Alter. Und schlussendlich erreichte man mit den Facebook-Gruppen genau das, was man wollte. Und zwar das Thema groß zu machen, damit Leute für den Hurricane Vorkehrungen treffen konnten. Ah ja, und es ist kein einziger Mensch erschienen, um auf den Hurricane zu schießen. Und doch jeden Tag geht die Saga weiter von der größten Reality-TV-Show der Welt, dem berüchtigten Florida Man. Oh. Sorry, aber alles super. Nun, das war eine neue Runde Jules, Alter. Es ist eine Aneinanderreihung von lustigen Fakten auf jeden Fall gewesen. Ja, sehr fantastisch. Ne? Ja, muss ich auch sagen. Vielen Dank, Jules, für dieses fantastische Video, Freunde. Wir haben noch ein paar andere Reacts auf Jules Videos bei uns auf dem Kanal. Schaut da gerne mal rein. Bis gleich. Ja, bis gleich.